Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fuel. Ja, in der letzten Folge haben wir diese beiden Rennen hier abgeschlossen. Staubkessel, Ekstase und dunkler Staub. Und danach haben wir auch noch die erste Herausforderung abgeschlossen, die Hochgeschwindigkeitsjagd von der Dust Bowl City. Und heute wollen wir weitermachen mit der Helikopterverfolgung. Wir fahren mit zwei Teilnehmern ausschließlich auf der Straße, was ja nicht ganz stimmt, wie wir in der letzten Folge herausgefunden haben. Und wir brauchen einen Muscle Car. Ja, wir verwenden dabei den Stratospheric, den wir auch hier schon im Hintergrund sehen. Hier ist er übrigens sauber. Wird der jetzt eigentlich sauber gemacht? Wir haben im Hintergrund sehen wir ja unseren, der jetzt etwas beschmutzt wurde bereits. Hier ist er sauber. Mal gucken, ob der überhaupt gereinigt wird in der Zwischenzeit. Wahrscheinlich schon. Ja, und wir legen direkt los. So, da sind wir. Und tatsächlich wurde unser Wagen gereinigt. So wie es aussieht, sehr schön. Putzkolonne war wieder unterwegs. In der Zwischenzeit während des Ladebildschirms und hat hier einmal schön drüber gewischt. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Auch wenn der Wagen eigentlich gar nicht mal so schlecht aussah, als er etwas beschmutzter war, weil das schon irgendwie ganz stylisch eigentlich aussieht, finde ich. Aber gut. Sauber ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Ist ja ganz klar. So, in der letzten Folge haben wir dieses Event bereits versucht, sind aber leider gescheitert. Aber das ist auch einfach ganz einfach der Tatsache geschuldet, dass man bei diesem Rennen schon so ein bisschen die Position des Ziels zumindest kennen muss, damit man hier wirklich auch weiß, wie man sich verhalten sollte. So, und ich glaube, war das jetzt schon wieder so gut? Oder hätte ich hier irgendwas anders machen sollen? Weil jetzt fahre ich hier schon wieder Offroad rum. Und eventuell ist das gar nicht so eine gute Idee. Okay, da vorne kommt ja der Weg. Den müssen wir auf jeden Fall nutzen. Ja, also wirklich, man muss versuchen, immer auf den Wegen möglichst zu bleiben. Dann ist man noch etwas schneller als auf dem kompletten Offroad. Gebiet. So. Da ist der Weg. Okay. So, der Hubschrauber flieht uns hier schon mal ein wenig. Ach so, oder sollten wir jetzt schon... Okay, vielleicht sollten wir auch jetzt einfach schon mal auf die Autobahn fahren oder vielleicht schon viel früher. Warte mal. Sieht man hier auf der Karte, wo wir losgefahren sind? Also das ist ja keine Autobahn, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Okay, das wäre vielleicht tatsächlich ganz schlau gewesen, weil da ist auch das Ziel dann. Okay, ich frage mich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt überhaupt noch schaffen kann. Vielleicht hätte man das schon viel früher machen sollen. Das kann natürlich sein. Okay, wir versuchen jetzt einfach nochmal, vielleicht kriegen wir es ja hin irgendwie. Ich habe ja keine Ahnung, Leute. So, hier haben wir sie doch, die Landstraße. Nämlich. So, da vorne ist der Hubschrauber. Vielleicht können wir den ja jetzt nochmal irgendwie einholen, dadurch, dass wir hier den Vorteil der Straße haben. Auch wenn das Fahrzeug gar nicht mal so schnell eigentlich ist, ne? Ah. Ja, wir kommen näher. Wir kommen näher, Leute. 171 ist anscheinend hier die Höchstgeschwindigkeit. Ja. Los. Und geschafft. Ganz knapp vor dem Ziel noch überholt. Das war wirklich eine haarscharfe Nummer. 2 Minuten 42, 18 haben wir gebraucht. 4000 Fuel gewonnen. Schön. Das war doch schon mal ein guter Folgenbeginn. Nach ungefähr 4,5 Minuten. Das heißt, wir können jetzt direkt mit der nächsten Herausforderung weitermachen. Suchen und zerstören. Ein Zerstörungsrennen mit 5 Teilnehmern. Wieder fahren wir ausschließlich auf der Straße und verwenden ein Motorrad dafür. Den Mechahead schon wieder. Okay. Brauchen wir uns da schon wieder nichts kaufen. Also momentan oder ab jetzt, wer weiß, ist das hier mit den Fahrzeugen wirklich sehr angenehm. Da ich mir kaum oder gar nichts fast kaufen muss eigentlich. Und jetzt schön ein bisschen Fuel sparen kann. Das ist wirklich angenehm. Okay, los geht's. Okay, wir sind angekommen. Es blitzt mal wieder. Ein Gewitter ist am
Hosen und wir werden herabgelassen, damit wir dieses Zerstörungsrennen gleich beginnen können. Auch ein Zerstörungsrennen mit Motorrad, ne? Das ist eigentlich schon ein bisschen widersprüchlich, denn eigentlich werden doch wir bei der kleinsten Berührung eigentlich runtergehauen von unserem Motorrad, also wenn man mal jetzt realistisch wäre. Und nicht hier so einer, der hier auf so einem Fahrzeug drauf sitzt. Aber das Spiel ist, was das angeht, nicht ganz so realistisch, deswegen klappt das hier eigentlich ganz gut sogar. So, der hier nochmal von seinem Gefährt abgeholt, ne, sage ich jetzt mal. Und dann fehlen nur noch zwei jetzt. So, einmal links abbiegen. Sollten wir auch noch irgendwie bekommen können, vor allem, weil wir wirklich sehr, sehr schnell hier sind. So. Zack. Und der letzte. Sehr schön. Nicht mal eine Minute hat es gedauert. 4000 leicht verdiente Fuel haben wir erhalten und somit diese Herausforderung auch sehr schnell abgeschlossen. Schön. Okay, dann fehlt jetzt nur noch das Ausdauerrennen von diesem Gebiet und ja, wie der Name schon sagte, könnte das eine ganze Weile dauern. Okay, können wir gerne machen. Wir haben ja noch eine Menge Zeit in der Folge. Von A nach B fahren wir mit 9 Teilnehmern. Überwiegend Offroad fahren wir mit einem Motorrad. Wir müssen den Shuriken nehmen. Shuriken, oh. Das war aber ein sehr langsames Fahrzeug, ne, wenn ich mich recht entsinne. Also das hatten wir ganz am Anfang schon gehabt. Deswegen denke ich mal, dass es jetzt nicht so unglaublich schnell sein wird. Okay, nehmen wir es einfach mal. Wollen wir das Design vielleicht noch ändern? Oh, nehmen wir mal blau hier. Ja, und weiß ist okay. Let's go! Ah, aber zumindest strahlend blauer Himmel mal wieder. Jetzt, wo wir hier dieses lange Ausdauerrennen bestreiten werden, mal gucken, wie lang es ist. Wir können uns gleich auf der Karte auch mal angucken, wo es dann entlang führt im Endeffekt. 30 Kilometer schon wieder, oh Gott. Das ist wirklich lang. So, schauen wir mal kurz auf die Karte. Ah, okay, wir fangen hier unten an, fahren dann hier hin, dahin, dahin, dahin. Und dann nur noch das Ziel. Ah, okay, hier wird uns auch eine Route vorgeschlagen, die wir nehmen können. Allerdings können wir mit dem Fahrzeug, glaube ich, auch recht gut Offroad fahren, ne? Denke ich jetzt mal. Also hoffe ich jetzt mal, oder? War doch so. Ja. Ich nehme es jetzt einfach mal an. Ja, sieht gut aus. Ich denke mal, hier sollten wir eine Menge abkürzen können, wenn wir einfach Offroad fahren. Oder? Ja. Ich hoffe, die anderen haben nicht irgendwelche besseren Fahrzeuge, denen sie uns hier überlegen sind. Nö, anscheinend nicht. Wir sind ja jetzt schon Erster geworden. Da hinten sehen wir die Stadt. Cool. Ja, wie auch bei The Crew und auch die Städte von weiter Entfernung schon sehen konnte. Sehe ich jetzt hier auch quasi zum ersten Mal oder zum zweiten Mal, besser gesagt. Ja, ganz schön. Wirklich ganz schön. Okay, wir fahren natürlich straight zum nächsten Checkpoint. Ohne Umwege. Denn warum auch? Huch. Oh, da kam ich jetzt nicht durch. Die anderen Fahrer bestehen eher so darauf, auf den Wegen zu bleiben. Das können sie gerne tun, aber ich glaube kaum, dass das so viel bringt, denn wir haben hier ein sehr schön freies Gebiet, wo man wunderbar abkürzen kann. Vor allem mit dem Offroad-Fahrzeug, was wir hier haben. Deswegen ist es da, glaube ich, nicht so sinnvoll, die festgeschriebenen Wege zu benutzen. Deswegen machen wir das auch nicht. So, nochmal 100 Fuel. So, jetzt sind wir in der Wüste angekommen. Schon wieder Paul Meister 64 ist online. Spielt er etwa auch Fuel? Ich habe keine Ahnung, ich habe ihn nicht gefragt. Also ob er das privat auch spielt. Aber naja, man muss ja nicht unbedingt Fuel spielen, um hier online zu kommen. Es gibt ja auch andere Spiele, die man die Windows Live und so weiter, ihr wisst schon, verwenden. Wie nennt man sich das? Games for Windows Live, genau.
Tja, wir können ja mal nachher gucken, was er so spielt. Das müsste man ja eigentlich sehen, ne? Oder vielleicht spielt er auch gar nichts. Was weiß denn ich? So. Wie man sieht, wir haben hier die Leute schon relativ weit hinter uns gelassen, auch wenn wir jetzt durch diese kleinen Sanddünen hier etwas aufgehalten werden, aber es hält sich noch in Grenzen. Okay, so, jetzt können wir nämlich wieder schön Vollgas geben, dadurch, dass wir hier die schön glatte Fläche haben. Das sieht aus wie aufgeschüttet, ne? Ganz ehrlich. Diese Wüste. Als hätten die da Sand aufgeschüttet, weil es so plötzlich zu Ende ist und dann fährt man da richtig so runter einfach. So, nochmal 400 Fuel. Okay. Hier geht's weiter. Einfach direkt geradeaus auf den Checkpoint zu. 22 Kilometer noch. Und die Entfernung wird langsam mehr. Okay. Ja, mal wieder ein kleiner Anzeigefehler, wie es scheint. Aber was soll's. Oh, raucht da hinten was? Ah, sieht so aus, ja. So. Ich sehe den Checkpoint noch nicht mehr auf der Karte, aber das wird wohl noch irgendwann kommen. Aber die anderen Leute bleiben tatsächlich irgendwie schon an uns dran. Also allzu großen Vorsprung können wir jetzt hier nicht rausholen. Auch wenn der Vorsprung, den wir haben, schon relativ groß ist. Aber ab einem bestimmten Punkt ist anscheinend Schluss, so wie es aussieht. So. Jetzt geht es wieder in die Wüste, in die aufgeschüttete, so wie es aussieht. Und da vorne sehe ich auch schon den nächsten Checkpoint. So. 19,5 Kilometer noch. Jetzt sind wir auch schon wieder raus aus der Wüste. Also, ja, das ist ja hier auch Wüste, aber hier sieht der Sand irgendwie nicht ganz so rein aus. Das unterstreicht meine Vermutung von wegen aufgeschüttete Wüste ja noch etwas mehr eigentlich. Weil hier sieht es irgendwie natürlich aus und da hinten diese andere Wüste sieht irgendwie unnatürlicher aus, finde ich. Diese andere Art von Sand. Ja. Vor allem, warum sollte das so plötzlich einfach enden? Dass der Übergang so stark ist. Moment, wir wollen ja hier lang. So. Schön hier. Also es sieht wirklich gut aus, ne? Aber wirklich natürlich sieht es nicht aus, finde ich. So. Einfach nur noch das Gaspedal drücken. Ich brauche nicht mal mehr lenken oder irgendwas. Nur noch Vollgas geben und dann werden wir früher oder später ankommen. Boah, können wir uns auch ein bisschen umgucken. So sitzt unser Fahrer hier drauf. Oh, hier ist ein kleines Gehege. Ich lenke jetzt wirklich gar nicht mehr momentan. Okay, jetzt sollten wir mal wieder etwas nach rechts rüber lenken. Kommen wir sonst etwas ein bisschen vom Weg ab, ne? So. Okay, noch 14,5 Kilometer. Ja, ne? Die Leute sind über 1 Kilometer entfernt, der zweite zumindest. Jetzt sehe ich ihn auch schon nicht mal mehr auf der Karte. Also die Ausdauerrennen sind eigentlich sogar relativ easy. Weil man hier wirklich oftmals so stark abkürzen kann, dass, ja, was die anderen Fahrer einfach nicht machen. Deswegen hat man den Sieg eigentlich dadurch immer sehr leicht in der Tasche. So. Okay, jetzt wird es wieder ein bisschen dünenbelasteter, unser Weg. Aber das macht gar nichts. Hier kommen wir trotzdem irgendwie durch. Hier wieder eine kleine Farm, so wie es scheint. So.
Da vorne haben wir doch den nächsten Checkpoint. Okay. Da sehe ich auch wieder einen zweiten auf der Karte. Aber nicht mehr allzu lang, hoffe ich mal. So, wo ist der nächste Checkpoint? Links. Okidoki. Nehme ich. Gut. Ja, was soll ich noch großartig sagen hier, ne? Einfach nur geradeaus fahren und dann hat sich schon die Sache. Ja. Ach so, ja, mir fällt gerade ein, ich habe übrigens bei meiner LP-Übersicht, falls ihr es noch nicht gesehen habt, oder generell, ich habe jetzt die nächsten Let's Plays, hatte ich ja vorher so gemacht, dass ich die Einzel- und Mehrspieler-Let's Plays, Fuel haben wir nicht bekommen, schade, die nächsten Einzelspieler- und Mehrspieler-Let's Plays getrennt voneinander aufgelistet habe, also mit dem Gedanken dabei, dass wir ja immer ein Mehrspieler- und ein Einzelspieler-Let's Play zur gleichen Zeit am Laufen haben. Das habe ich jetzt allerdings geändert, und zwar habe ich es jetzt so gemacht, dass die Einzelspieler- und Mehrspieler-Let's Plays jetzt zusammengefasst sind in einem einzigen, ja, in einer einzigen nächste Let's Plays Liste. Also, genau. Und zwar, ja, weil das eigentlich keinen Sinn hat, das so getrennt voneinander zu machen. Also das hatte ich nur früher eigentlich gemacht, aufgrund der Tatsache, also ja, früher, weil im Modson 18 zum Beispiel, als er noch dabei war, er nicht so viel Zeit aufbringen konnte, dass wir so viel aufnehmen konnten, dass wir einen Mehrspieler-Let's Play zum Beispiel mit ihm jetzt die ganze Zeit allein laufen lassen. Deswegen habe ich mich dann eben entschieden, das zu trennen, also dass immer ein Einzelspieler und ein Mehrspieler-Let's Play zur gleichen Zeit läuft. Aber da jetzt Modson 18 sowieso nicht mehr dabei ist, also ist er jetzt übrigens nicht mehr, denn er hat sich mal wieder, ja, unangemessen aufgeführt und das ging mir einfach auf die Nerven. Deswegen habe ich ihn wieder rausgeworfen und deswegen macht er dann auch bei keinem Let's Play mehr mit, voraussichtlich, außer vielleicht We Play Motion noch, das was wir bereits aufgenommen haben, was irgendwann noch folgen wird. Da ist er dann, ja, wird er dabei sein, denn das haben wir ja schon aufgenommen. Aber ansonsten wohl bei keinem Let's Play mehr, so wie es aussieht. Genau, jetzt habe ich das eben zusammengefasst. Und jetzt wird dann auch nur noch immer ein Let's Play zur gleichen Zeit laufen. Was war denn das? Start? Hä? Ach so, hier ist ein anderes dran. Ich habe jetzt gedacht, hier wäre das Ziel. Ach. Nee. Okay. Ja, genau. Es wird jetzt nur noch ein Let's Play immer zur gleichen Zeit laufen. Also wenn jetzt das nächste beendet wird, was ja Replay sein wird, voraussichtlich, dann wird erstmal kein neues Let's Play starten, sondern dann wird Fuel erstmal beendet. Und erst wenn Fuel dann auch beendet ist, dann startet wieder ein Let's Play. Ja. Einfach weil ich vor allem sowieso so wenig Videos hochlade und deswegen, wenn man dann auch noch zwei verschiedene Projekte hat, die dann nur jeweils jeden sechsten Tag ein Video zu den jeweiligen kommt, das ist einfach wirklich sehr wenig. Deswegen ist es, glaube ich, auch besser, wenn ich dann nur noch ein Projekt immer am Laufen habe, was dann dementsprechend natürlich auch öfter kommt, nämlich jeden dritten Tag ein Video. Ich glaube, das ist einfach besser. Könnt ihr mir auch gerne eure Meinung dazu schreiben. Und ja, dadurch ist das ja auch meine Let's Plays Übersicht um einiges übersichtlicher geworden, dadurch, dass ich das jetzt geändert habe. Und ja. Könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr davon so haltet, von dieser Änderung. Ist jetzt keine so starke Änderung eigentlich, aber ja. Wenn ihr wollt, schreibt mir gerne was dazu. Und somit ist dieses Rennen auch gleich beendet. Wir haben über zwei... Ey, come on. Über 2 Kilometer Vorsprung vor dem zweiten.
Also ordentlich. Die Folge ist auch perfekt jetzt zu Ende. 12 Minuten 28 und 58 Hundertstel haben wir gebraucht. 4000 Fuel gewonnen und somit dieses Rennen erfolgreich beendet. Sehr schön, Folge damit auch beendet und dann wird es in der nächsten Folge weitergehen. Wir haben jetzt hier alle Herausforderungen, die wir momentan freigeschaltet haben, beendet natürlich auch alle Karriererennen. Das heißt, es wird in der nächsten Folge oder jetzt besser gesagt weitergehen mit dem nächsten Camp. Und zwar handelt es sich dabei um den Robothügel. Film ab. Oh, und da ist das Spiel zum allerersten Mal abgestürzt. Okay, das habe ich so in der Form bei diesem Spiel noch nie erlebt. Okay, dann werde ich wohl mal kurz neu starten müssen. So Leute, ich bin wieder zurück im Spiel, hab's neu gestartet. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt plötzlich abgestürzt ist an der Stelle. Ich hoffe, es stürzt jetzt nicht wieder ab, wenn ich das Camp jetzt auswähle. Hoffe ich wirklich. Wir werden mal sehen. So, Rover-Tügel. Diesmal vielleicht ohne Absturz. Film ab und so. Ja, und tatsächlich, es hat ohne Absturz funktioniert, der Rover-Tügel. Wir sind angekommen. Ja. Oh, was haben wir denn hier? Wir können ja erstmal uns die Beschreibung durchlesen und uns das Gebiet angucken. Oh, das Gebiet ist auch relativ klein jetzt so im Vergleich, oder? Naja, ein bisschen kleiner zumindest. Okay, was haben wir denn hier? Robothügel. Diese riesige Fabrik war früher voller Aktivität durch Maschinen und Arbeiter. Heutzutage hört man die Maschinen immer noch dröhnen, aber jetzt produziert die Fabrik hektische Rennen. Es besteht uneingeschränkte Schutzhelmpflicht. Alles klar, so ist das also. Hier gibt es eine große Fabrik, so wie es scheint. Und zwar genau hier, denke ich mal. Diese Fabrik ist anscheinend wieder so bedeutend. Jawohl. Das Gebiet wurde ja gar nicht nach der Fabrik benannt, sondern nach dem Rawwood-Hügel. Und wo ist der Hügel, der Rawwood-Hügel? Hier gibt es verschiedene bergige Gebiete, aber da sticht keiner jetzt so besonders hervor eigentlich. Oder hier vielleicht? Keine Ahnung. Okay, ja, schön. Jetzt habe ich wieder die falsche Taste gedrückt. Egal, dann sind wir jetzt mal kurz hier. Schalten wir irgendwas gleich frei. Wie sieht's aus? Design entdeckt. Yay! Dort hinten haben wir es. Noch ein Design entdeckt. Okay, ist auch da hinten, so wie es scheint. Aussichtspunkt auch noch entdeckt. Haben wir auch dort hinten. Dann haben wir da gleich noch einen Aussichtspunkt. Genau, sehe ich schon. Da ist auch noch ein dritter Aussichtspunkt. So sieht's aus. Und noch ein Design, ne? Genau. Haben wir alles dort hinten. So, und sonst? Sonst nichts. Alles genau in dieser Einrichtung hier. Ja, die ganzen Sammelobjekte werden wir uns natürlich auch noch holen, wenn wir dann mal Zeit dafür haben. Momentan sind wir ja vollkommen ausgelastet mit den Karriererennen und Herausforderungen und was nicht alles gibt. Und, hier fahren wir anscheinend wieder so ein Rennen durch die, ja, durch das Fabrikgelände, so wie es scheint. Okay, freue ich mich schon drauf. Ja gut, auf jeden Fall, womit werden wir in der nächsten Folge anfangen? Hier gibt es auch nur drei Rennen, diesmal. Durchnässte Hügel, ein Raid mit 9 Teilnehmern, Offroad gemischt, wir fahren mit einem Muscle Car. Was nehmen wir denn mal hier? Offroad gemischt. Ja, da wäre ja der Bandit schon eine gute Wahl. Und wir haben auch tatsächlich genug Fuel, um uns den zu kaufen. Mit 91.805 reicht das auf jeden Fall. Ja, dann werden wir uns den wohl in der nächsten Folge kaufen und dann dieses Rennen im Anschluss fahren durch Neste Hügel. Ja, dann bedanke ich mich fürs Ansehen. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von Fuel und ciao.